Vielen Dank, Kollege Schaus. Das Wort hat die Frau Abg. Goldbach, BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN. Sehr geehrter Herr Präsident, verehrte Kolleginnen und Kollegen! Wenn es der SPD ernst gewesen wäre mit einer richtigen Befassung des Landtages mit dem Thema Straßenbeiträge, dann hätten Sie Ihren Gesetzentwurf nicht im September eingebracht. Dies ist, wie wir alle wissen, die letzte Plenarsitzung vor der Landtagswahl. Meine Damen und Herren, es gibt da alles. Deshalb bitte ich jetzt um Aufmerksamkeit. Die Frau Kollegin Goldbach hat das Wort. Bitte. Ich habe Ihren Gesetzentwurf mit der erneuten Einbringung erwartet, aber schon im August. Dann hätten wir Zeit gehabt, ihn im Ausschuss zu diskutieren. Wir hätten vielleicht sogar noch eine Anhörung diskutieren können. Aber so dient die Einbringung, die erneute Einbringung dieses Gesetzentwurfs nur einem. Die SPD hat einen Sanierungsstau bei ihrer politischen Agenda. Und das ist der einzige Grund, warum wir heute darüber reden. In den vergangenen 5 Jahren gab es nur einen roten Faden, einen erkennbaren roten Faden bei den kommunalpolitischen Initiativen der SPD, nämlich mehr Geld. Mehr Geld in den KFA, mehr Geld in den kommunalen Wohnungsbau, mehr Geld in die Hessenkasse, mehr Geld für Beamtenbesoldung, mehr Geld für Investitionsprogramme, mehr Geld für Streifenwagen und Polizei. Ich werde das nicht abschließend aufführen können, denn das würde meine Redezeit sprengen. Am Ende noch einmal mehr Geld, nämlich noch einmal 60 Millionen € für die Abschaffung der Straßenbeiträge. Insgesamt sind es pro Jahr etwa 3,9 Milliarden €, die die SPD hier permanent gefordert hat. Interessant dabei, die Haushaltsänderungsanträge der SPD belaufen sich pro Jahr nur auf 800 Millionen € für 2 Jahre. Das heißt, da stimmt etwas nicht. Wenn man etwas politisch fordert, sollte man es doch auch in Haushaltsanträgen niederlegen und einbringen in der Diskussion. Das haben Sie nicht gemacht. Und es gibt dafür einen sehr treffenden Ausdruck. Das ist nämlich ungedeckte Schecks aufstellen auf Kosten der kommenden Generation. Genau das ist das, was Sie mit Ihren Forderungen machen. Politik zu machen, verantwortungsvolle Politik zu machen, heißt nicht nur, Forderungen nach mehr Geld zu stellen, sondern das heißt gestalten. Und wir hatten ja Gestaltungsspielräume in den vergangenen 5 Jahren. Und die haben wir auch genutzt. Es gibt höhere Zuweisungen im KFA. KIP I, KIP II, unsere großen Investitionsprogramme, die Hessenkasse, mit der wir die hessischen Kommunen von ihren Kassenkreditschulden befreien, dazu noch ein Investitionsprogramm und Rekordzuweisungen, wie gesagt, im KFA. Die hessischen Kommunen erhalten so viel Geld wie noch nie zuvor vom Land Hessen. Das ermöglicht auch unseren Kommunen Gestaltungsspielräume. Und gleichzeitig halten wir uns an den Grundsatz der Generationengerechtigkeit. Wir haben schließlich die Schuldenbremse. Das haben die hessischen Wählerinnen und Wähler beschlossen, dass wir die Schuldenbremse in die Verfassung schreiben. Das heißt generationengerechte Haushalte. Wir hören auf mit der Verschuldung auf Landesebene und fangen stattdessen an, Altschulden endlich zurückzuzahlen. Also, wir haben Gestaltungsspielräume genutzt. Auf der anderen Seite haben wir angefangen, Altschulden zurückzuzahlen. Generationengerechte Haushaltsführung ist das, was diese Regierungskoalition macht und machen wird. Man sollte meinen, dass der von der SPD jetzt erneut eingebrachte Gesetzentwurf irgendwie für Gerechtigkeit sorgt. Die SPD ist ja eigentlich die Partei, die für soziale Gerechtigkeit sorgt. Wenn man sich aber anguckt, dass das Geld einfach nach Gemeindefläche, nach Straßenlänge verteilt werden soll, fließt es natürlich auch dahin, wo nie Straßenbeiträge erhoben wurden, auch z.B. eine Stadt wie Eschborn, die also unstrittig gute Einnahmen hat, abundant ist, die sollten auch Geld erhalten. Wo ist da eigentlich Ihre Gerechtigkeit? Herr Rudolph spricht hier immer von einzelnen Fällen hoher Belastung, aber alle kriegen am Ende Geld. Das ist für uns keine Gerechtigkeit.
Und ganz im Gegenteil sind wir der Meinung, das hätte sogar neue Ungerechtigkeiten geschaffen. Wie wollen Sie denn denjenigen Bürgerinnen und Bürgern erklären, die in der Vergangenheit Straßenbeiträge gezahlt haben, ihren Anteil für die Sanierung ihrer kommunalen Straße, dass die Bürger in Zukunft, die vielleicht eine Straße oder zwei Straßen weiter wohnen, keinen Cent zahlen, keinen Cent? Einen solchen Bruch innerhalb der Kommune, dieser Gemeinschaft, den können Sie einfach keiner Bürgerin und keinem Bürger erklären. Und das ist genau auch der wesentliche Punkt. Es geht hier um eine originär kommunale Aufgabe. Die Sanierung und der Erhalt kommunaler Straßen ist eine originäre kommunale Aufgabe. Und deswegen wird auch auf kommunaler Ebene in der Stadt oder in der Gemeinde entschieden, wie dies finanziert wird. Und es gibt verschiedene Möglichkeiten. Es gab schon immer Kommunen, die haben gesagt, wir wollen das lieber von allen Bürgerinnen und Bürgern finanzieren lassen. Die haben die Grundsteuer entsprechend erhöht. Das ging nicht mit der alten Gesetzeslage, weil es auch eine Pflicht zur Erhebung von Straßenbeiträgen gab. Und genau das haben wir abgeschafft. Und darum ging es uns. Wir haben dafür gesorgt, dass die Kommunen einen größtmöglichen Entscheidungsspielraum haben. Und das kann auch heißen, dass sie die Sanierung ihrer Straßen und die Kosten dafür anders erheben, nämlich z. B. über die Grundsteuer oder über Straßenbeiträge, über fortlaufende oder einmalige. Und noch ein Satz zu den einmaligen und fortlaufenden Straßenbeiträgen. Ich habe sehr viele Rückmeldungen von Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern bekommen über unsere Gesetzesänderung. Die finden diese Verlängerung der Stundungsfrist auf 20 Jahre sehr gut, weil sie sagen, das ist quasi eine fortlaufende Straßenbeitragssatzung, nur ohne den verwaltungstechnischen Aufwand. Ich saniere eine Straße, die Bürgerinnen und Bürger, die Anlieger zahlen 20 Jahre, dann kommt die nächste Straße dran. Das ist verwaltungstechnisch sehr einfach, und das streckt die Zahlung über einen so langen Zeitraum, dass es zumutbar ist. Wir haben da positive Rückmeldungen erhalten von den Bürgerinnen, von den Bürgermeistern und Bürgermeisterinnen. Am Ende zählt für uns die kommunale Selbstverwaltung. Ich glaube, das ist einer der wesentlichen Punkte hier. Wir sollten nicht versuchen, auf Landesebene, jetzt kurz vor der Landtagswahl, irgendwas zu versprechen, Geld zu versprechen. Wir lösen da etwas für euch. Das Leben, das Wesentliche, viel spielt auch in den Kommunen. Das findet in den Städten und Gemeinden statt. Und es ist so wichtig, dass die Bürgerinnen und Bürger, die Anlieger der Straßen, die Fraktionen in den Gemeindeparlamenten, die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister, dass die sich zusammensetzen und dass sie dort entscheiden, wie solche schwierigen Aufgabenstellungen gelöst werden. Genau solche Dinge. Das stärkt das Gemeinwohl, das stärkt die Gemeinschaft vor Ort. Und es wäre fatal, wenn wir über deren Köpfe hinweg hier versuchen, Entscheidungen zu treffen, die sie am Ende vielleicht überhaupt nicht so wollen. Nein, wir sind für kommunale Selbstverwaltung, größtmögliche Entscheidungsspielräume. Und genau das haben wir mit unserer Gesetzesänderung gemeinsam mit der FDP gemacht. Und dazu stehen wir, und das finden wir auch in Ordnung. Vielen Dank, Frau Kollegin Goldbach. Es gibt eine Kurzintervention. Kollege Hermann Schaus, bitte. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Die Argumente von Frau Goldbach haben mich fast vom Hocker gerissen, auch wenn sie nicht neu sind, sage ich mal an dieser Stelle. Aber ich will mich damit wirklich noch einmal auseinandersetzen. Denjenigen, die die Straßenausbaubeiträge abschaffen wollen, wird vorgeworfen, dass sie in die originäre Kompetenz der Kommunen eingreifen würden. Das ist ein solcher Nonsens, Frau Goldbach. Das ist ein solcher Nonsens. Ja? So. Nein, es geht um Gerechtigkeit in der Kommune. Und darüber sollten Sie einmal ein einziges Wort verlieren. Ja, Sie können darauf antworten, Sie brauchen gar keinen Zettel. Darauf sollten Sie einmal eine Antwort haben, nämlich dass diejenigen, die in der Nebenstraße, die eine Landesstraße oder Bundesstraße ist, eben keine Straßenausbaubeiträge bezahlen müssen, oder diejenigen in Frankfurt und Wiesbaden auch nicht. Wo ist denn da sozusagen die Gerechtigkeit? Ihre Gerechtigkeit
so wie Sie hier dargestellt haben, besteht darin, sozusagen Gebühren umzuverteilen und Beiträge umzuverteilen, nach dem Motto, dann sollen die das nicht alleine zahlen, aber dann sollen es alle zahlen in der Kommune. Das ist nicht unser Verständnis von kommunaler Selbstverwaltung und von Stärkung der Kommunen an dieser Stelle. Das will ich ausdrücklich noch einmal sagen. Und hören Sie endlich mit der Mehr auf, dass wir eingreifen würden in die kommunale Selbstverwaltung. Unser Modell sieht vor, dass es einen Sonderfonds gibt von 50 Millionen €, wo jede Kommune nach freier Entscheidung dann hergehen und ihren Beitrag anmelden kann und damit natürlich die Beiträge, die bisher gezahlt werden, entsprechend ausgeglichen werden sollen. Das ist doch kein Eingriff, weil die Entscheidung in der Kommune verbleibt, ob es eine Grundsanierung gibt oder nicht. Und das war nie anders. Und die SPD sieht das in ihrem Gesetzentwurf und in ihrer Initiative auch nicht anders, so bei allem Verständnis dafür. Herr Kollege Schaus, bei allem Verständnis, Sie müssen zum Schluss kommen. Also noch einmal, hören Sie auf, solchen Unsinn hier zu erzählen. Frau Kollegin Goldbach. Lieber verehrter Herr Kollege Schaus, und wenn Sie dreimal hier wiederholen, das sei Nonsens oder Unsinn, was im Übrigen das Gleiche ist, ist das doch keine sachliche Debatte mehr. Wir können uns ja darüber unterhalten, dass Sie eine andere Haltung haben als wir. Aber warum? Also, ich meine, führt nicht weiter. Gerechtigkeit. Das war ja der Punkt, zu dem Sie noch einmal glaubten, sich auf mich einlassen zu müssen. Die Frage der Gerechtigkeit wurde ausführlich in der Anhörung hier im Plenarsaal behandelt. Die Anhörung dauerte, ich weiß gar nicht mehr, 6 Stunden. Das war wirklich sehr gut. Und die Verfassungsrechtler haben dazu Folgendes gesagt. Die Frage der Gerechtigkeit, was die Straßenbeiträge angeht, kann nur auf kommunaler Ebene entschieden werden, kann nur dort gelöst werden, weil eben diese Straßen, die Straßensanierung in dieser Gemeinde oder in dieser Stadt stattfinden. Und es gibt keinen Vergleich von Frankfurt zu Kirchdorf. Ist das jetzt, wenn man die beiden vergleicht, ist es gerecht, dass jemand in Frankfurt keine zahlt und in Kirchdorf zahlt vielleicht jemand? Genau das haben die verneint. Sie haben gesagt, nein. Die Gerechtigkeitsfrage wird vor Ort gelöst, in der Stadt und in der Gemeinde. Und genau das funktioniert mit unserer Gesetzesänderung. Vielen Dank, Frau Kollegin Goldbach. Das Wort hat der Innenminister, Staatsminister Peter Beuth. Bitte. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich will nur ein paar wenige Bemerkungen machen. Am 23. Mai hat der Hessische Landtag einen sehr, sehr ähnlichen Gesetzentwurf ja bereits abgelehnt. Die Fraktionen von CDU, von BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN und FDP haben ein entsprechendes Gesetz zu den Straßenausbaubeiträgen ja bereits in Gesetzeskraft gebracht. Und es ist schon angesprochen worden, dieses Gesetz hat einen kommunalfreundlichen Anstrich. Es ist am Ende kommunale Selbstverwaltung, die das beschlossene Gesetz vorsieht. Und das, Herr Kollege Schaus, ist eben auch unter dem Gesichtspunkt der Gerechtigkeit zu betrachten. Natürlich ist es so, dass die kommunale Selbstverwaltung selbst in der Lage ist, inwieweit sie selbst in der Lage ist, zu entscheiden, inwieweit sie Straßenbeiträge nehmen möchte, wiederkehrende Straßenbeiträge nehmen möchte oder ob sie keine Straßenbeiträge nehmen möchte, nehmen kann. Das entscheidet sie im Rahmen ihrer Leistungsfähigkeit. Und ich muss Ihnen sagen, meine Damen und Herren, wenn hier von der Frage der Stärkung der Kommunen gesprochen wird, dann will ich in Erinnerung rufen, dass es die Landesregierung in den letzten Jahren geschafft hat, die Kommunen sehr wohl in eine Lage zu versetzen, indem sie genau diese Entscheidungen eigenverantwortlich treffen kann. Ja, wir hatten eine schwierige Situation. Ja, wir hatten auch noch am Anfang dieser Wahlperiode eine schwierige Situation. Nur 34% der Kommunen waren in der Lage, ihre Haushalte auszugleichen. Aber wir leben im Jahre 2018. In diesem Jahr werden es 97% sein, weil wir in den letzten Jahren die Kommunen gestärkt haben. Wir haben den kommunalen Finanzausgleich.
Wir haben den kommunalen Finanzausgleich, der mittlerweile über 5 Milliarden € stark ist. Wir haben den Schutzschirm mit 3 Milliarden €. Wir haben die Hessenkasse mit 5,6 Milliarden €. Wir haben KIP I mit 1 Milliarde €, KIP II mit 0,5 Milliarden €, meine Damen und Herren. Das ist unsere Antwort auf die Stärkung der Kommunen und der kommunalen Selbstverwaltung. Wir haben die Kommunen in den letzten 4,5 Jahren sehr, sehr stark gemacht, meine Damen und Herren. Und ich wundere mich schon über die Frage, wer hier als Beispiel herangezogen wird. Wenn ich den Kollegen Schaus richtig verstanden habe, dann hat er Berlin sozusagen als herausragendes Beispiel hier in den Raum gestellt. Meine Damen und Herren, in Berlin haben wir einen Grundsteuerhebesatz von 810 Punkten. Ich weiß nicht, sozusagen, ob das Beispiel sein soll, was wir am Ende im Raum stehen lassen sollten. Ich finde, dass wir im Sinne der kommunalen Selbstverwaltung hier eine gute Entscheidung bereits getroffen haben. Lassen Sie mich einen letzten Punkt ansprechen, der mich insbesondere auch bei den LINKEN verwundert. Mit dem, was Sie hier vorschlagen, nehmen Sie die Straßenausbaubeiträge sozusagen weg von denen, die Eigentum haben, die im Besitz von Häusern sind, die sozusagen Eigentum geschaffen haben. Es sind eigentlich diejenigen, die vermögender sind in unserer Gesellschaft, und sie verteilen es um auf die allgemeinen Steuermittel, wo am Ende die Oma Lina aus ihrer kleinen Wohnung mitbezahlt, dass die Straßenausbaubeiträge an anderer Stelle bezahlt werden. Ich finde, zumindest diesen Umverteilungsmechanismus, den Sie hier vorschlagen, für einen linken Politiker außerordentlich bemerkenswert. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Minister. Das Wort hat der Abg. Günter Rudolph, SPD-Fraktion. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Das war ja schon ein bemerkenswerter Beitrag von der Abg. Frau Goldbach, zu sagen, der Zeitpunkt sei nicht richtig gewählt. Mit kalter Verachtung wurde im Mai unser Gesetzentwurf nach erster Lesung abgelehnt. Das ist schon ziemlich zynisch. Mit kalter Verachtung wird heute der Gesetzentwurf neu abgelehnt. Warum scheuen Sie eigentlich eine ordentliche parlamentarische Beratung und Anhörung von Betroffenen? Warum? Warum eigentlich? Wenn die Argumente der SPD-Fraktion alle so hanebüchen sind, dann müssen Sie doch gar keine Angst haben. Und Herr Kollege Schaus, ja, wir haben auch bei der ersten Lesung damals im Mai gesagt, über den Finanzierungsschlüssel wird man reden können, ob finanzschwächere Kommunen besser gestellt werden als Finanzstärke. Ja, natürlich, das Beispiel der Stadt Eschborn mit 200 Millionen € Rücklage ist eines, über das man nachholt. Aber das ist das normale parlamentarische Verfahren, über Gesetzentwürfe zu beraten, Veränderungen vorzunehmen. Sie scheuen ja, Sie wollen die Debatte nicht. Und das ist Arroganz pur. Sie wollen nicht mit Betroffenen reden. Das ist Arroganz pur. Und wir haben eine völlig unterschiedliche Finanzstruktur in 423 Kommunen. Ja, Herr Hahn, es wird Kommunen geben, die haben die Beiträge abgeschafft, weil sie es finanzpolitisch darstellen können. Dann haben wir Kommunen, die haben die höchsten Grundsteuer-B-Sätze und haben einen Sanierungsstau. Die sind besonders getroffen. Andere würden gern sanieren, können es nicht. Und deswegen wollen wir die Kommunen gleichstellen. Und das Land ist für die Finanzausstattung der Kommunen zuständig. Hessische Kommunen haben bundesweit eine der schlechtesten Finanzausstattungen und die höchsten Schulden. Da gibt es einen kausalen Zusammenhang. Einen kausalen Zusammenhang. Ich will Ihnen ein Beispiel sagen. Felsberg-Gensungen, eine Kommune, ein Stadtteil aus meinem Wahlkreis. Wir waren dort mit Thorsten Schäfer-Gümbel bei 35 Grad, fast 100 Leute. Ich unterhalte mich mit einem älteren Bewohner, 80 Jahre, ein kleines Häuschen, sagt Herr Rudolph, ich habe mein Haus abbezahlt, die Rente ist auskömmlich. Ich soll aber jetzt für die Sanierung der Straße, da gab es dann vor Ort auch noch Probleme mit, sage ich mal, der Sanierung, Informationen, Einbringung der Bürger, das gehört auch noch alles dazu. Ich muss 20.000 € bezahlen. Das Geld habe ich nicht, von meiner örtlichen Sparkasse oder Volksbank kriege ich keinen Kredit.
Und dann sage ich Ihnen mit kalter Verachtung der Frau Goldbach, das ist kommunale Selbstverwaltung. Nehmen Sie eigentlich die Realität in diesem unserem Land noch wahr, oder nehmen Sie sie nicht mehr wahr? Das ist kalte Verachtung, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und dann stellt sich der hessische Innenminister und dann reden Sie von kommunaler Selbstverwaltung. Wissen Sie, das machen Sie ja gern bei kommunalen Jubiläum. Da wird der alte Freier vom und zum Stein dann noch einmal totgeredet und die kommunale Selbstverwaltung wird postuliert. Wissen Sie, hessische Kommunen haben 11 Milliarden € Schulden. Hessische Kommunen hatten 6 Milliarden € Kassenkredite. Nach dem Landkreis Saarland die schlechteste Finanzausstattung. Und dann reden Sie kommunale Selbstverwaltung, wenn teilweise in den Kommunen nur noch der Mangel verwalten werden kann. Was ist das für eine Philosophie? Wo leben Sie eigentlich in diesem unserem Land? Und immer dann, wenn die SPD Vorschläge macht, meine Damen und Herren, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, kommen die Ammenmärchen der CDU, und die GRÜNEN übernehmen ja auch jetzt schon seit 4,5 Jahren die Verantwortung für 15 Jahre CDU-Politik davor. Schuldenstand des Landes Hessen 1999, als die CDU dran war, 23,6 Milliarden €. Schuldenstand des Landes Hessen am 31.12.2017, 43,1 Milliarden €. Fast verdoppelt. Die Schuldenmajore in Hessen wollen uns etwas über seriöse Finanzen erzählen. Meine Damen und Herren, das ist abenteuerlich. Das ist abenteuerlich. Und deswegen können und Sie werden das mit Ihrer Mehrheit heute mit kalter Verachtung erneut machen. Aber das Thema Straßenausbaubeiträge wird in vielen Kommunen eine Rolle spielen. Hier sitzen Vertreter, transportieren Sie es, es finden Podiumsdiskussionen mit allen Parteien statt. Und damit jeder Bürger in Hessen weiß, wie auch der örtliche CDU-Abgeordnete abgestimmt hat über diesen Gesetzentwurf, meine sehr verehrten Damen, damit die Heuchelei nicht endlich einmal aufhört. Vor Ort bin ich dafür, aber in Wiesbaden dagegen, beantragen wir namentliche Abstimmung. Vielen Dank. Vielen Dank, Kollege Rudolph. Das Wort hat der Abg. Michael Boddenberg, Fraktionsvorsitzender der CDU. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Da ja mehrfach von Rednern, gerade auch von Herrn Rudolph, auf die Damen und Herren auf der Tribüne hingewiesen wurde, will ich für diejenigen, die zuschauen, entweder hier im Plenarsitzungssaal oder auch andernorts, noch einmal sehr grundsätzlich werden, nämlich in einer entscheidenden Frage und Zukunftsfrage dieses Landes. Das ist die Frage, wie wir unsere Haushalte gestalten. Das gilt für die kommunale, das gilt natürlich auch für die Landesebene. Und wir haben heute mustergültige Beispiele dafür erlebt, was Sie, meine sehr geehrten Damen und Herren, die Sie uns zuhören, von den Versprechen der SPD halten dürfen. Herr Kollege Wagner hat heute einmal an einem Beispiel deutlich gemacht, wie eine Partei wie die Sozialdemokratie hier in Hessen, und das ist nicht einmal so eine Zahl, die ich jetzt in den Raum stelle, die ist belegbar und nachweisbar, die in den vergangenen Jahren den Menschen Dinge versprochen hat in einem jährlichen Umfang von 4 Milliarden €. Herr Kollege Rudolph, ich darf Sie bitten, das Wort Lüge nicht zu gebrauchen. Ich rüge das. Ich rüge das. Hier wird nicht gelogen. Kollege Boddenberg. Von 4 Milliarden € versprochen hat, 1,3 Milliarden, 1 Milliarde, darüber streiten wir uns noch, für die Kinderbetreuung. 1 Milliarde mehr, Kollege Rudolph lässt sich dort zitieren, kommunaler Finanzausgleich, mal einfach so dahergesagt, 600 Millionen mehr für den Wohnungsbau, 240 Millionen mehr für die Hessenkasse, weil Sie sagen, das reicht nicht aus, was wir dort als Land unternehmen, um die Kommunen und Ihnen zu helfen bei der Entschuldung. 240 Millionen, wenn man umrechnet, was Sie alles dagegen hatten, als wir einmal eine Nullrunde und 1% Besoldungserhöhung gefahren sind. 230 Millionen
weil Sie nicht einverstanden waren damit, dass wir die Gewerbesteuer angepasst haben, die Grunderwerbsteuer angepasst haben, 80 Millionen €, die Sie mehr fordern als Invest in die Landesinfrastruktur, 75 Millionen € für die Grundschullehrer, Besoldungsanhebung. Ich könnte das fortfahren, alles nachlesbar in Zeitungen und in Medien, die Sie möglicherweise lesen und hin und wieder versucht sind, dieser SPD zu glauben. Jetzt hat der Kollege Wagner heute einmal an einem Beispiel sehr sauber und durchdekliniert herausgerechnet, wie es denn so ist mit diesen Versprechen. Herr Degen hat heute selbst in der schulpolitischen Debatte erklärt, dass da einmal 100 Ganztagsschulen, gebundene Ganztagsschulen pro Jahr in Programmen der SPD standen. Dann ist er heute hier ans Pult gedreht und hat erklärt, ja, es seien ja nur noch 50. Dann erklärt Herr Wagner der SPD ihren eigenen Hessenplan und legt dort dar, dass in diesem Hessenplan plus nur noch drinsteht, 10 pro Jahr, weil die 50 sollen für die gesamte Legislaturperiode gelten. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich habe es und Kollege Wagner immer wieder hier angemahnt, und ich mache das auch heute. Wenn Sie jetzt dort angefangen haben, Ihre Versprechen zurückzunehmen, dann ist meine Aufforderung an die Sozialdemokraten, den Menschen vor dem 28. Oktober zu sagen, welche Versprechen sie denn auch nicht halten werden nach dem Wahltag am 28.10. Und da gibt es Gelegenheiten dazu. Sie könnten heute schon hierher treten und sagen, wir haben zwar noch einmal ein bisschen Klamauk gemacht durch den mehrfachen Versuch, die Straßenbaubeiträge wieder zu thematisieren. Ja, das Wort Klamauk, das war sicherlich unparlamentarisch, das nehme ich natürlich mit großem Bedauern. Danke. Ich habe nur geguckt, wo der Zwischenruf herkam. Mit großem Bedauern zurück. Das war fast eine Entgleisung. Also, Sie haben heute erneut das Thema auf die Tagesordnung gesetzt. Das ist Ihr gutes Recht. Aber den Wählerinnen und Wählern, die glauben, dass man der SPD glauben kann, wollte ich gerade noch einmal sehr deutlich sagen, dass das mitnichten der Fall ist. Denn, und das ist entscheidend, wissen Sie, auch Oppositionsparteien sind ja in Haushaltsberatungen aufgerufen, konkreter zu werden. Und wenn Sie sich den Doppelhaushalt der Jahre 2018-2019 anschauen, lesen Sie dort insgesamt Forderungen der SPD in Größenordnung von 800 Millionen €, das heißt 400 Millionen € pro Jahr und nicht 4 Milliarden €. Auf der Bühne stehen, im Bürgerhaus Reden halten, in Fernsehtalkshows erklären, was alles besser werden muss, ist eins. Konkrete, verantwortliche Politik, die auch den nächsten Generationen die Chance gibt, dieses Land zu gestalten, ist etwas anderes. Ich glaube, da sind die Menschen seit 19 Jahren und erst recht auch seit 4,5 Jahren mit dieser Koalition gut gefahren. Wir wollen uns darum bewerben, dass das auch zukünftig so bleibt. Herzlichen Dank. Herzlichen Dank, Kollege Boddenberg. Das Wort hat der Abg. Hermann Schaus, Fraktion DIE LINKE. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Mir ist das bei dem Staccato-Beitrag des Herrn Abg. Bauer ganz untergegangen, dass er dafür geredet hat, sozusagen wieder dieses Instrument anzuwenden, dass Sie im Mai, ja, in der Geschäftsordnung erstmals nach, glaube ich, 20 Jahren, nämlich mit der Verhinderung einer weiteren parlamentarischen Beratung schon in der ersten Lesung ein Gesetz abzulehnen, angewandt haben. Ich finde das außerordentlich. Ich finde das außerordentlich, welches Demokratieverständnis Sie da haben, auch wenn es nicht um unseren Gesetzentwurf als LINKE geht, sondern um den der SPD, käme ich nie auf die Idee und wäre auch nicht auf die Idee gekommen, dass Sie dieses Instrument noch ein weiteres Mal anwenden wollen und anwenden werden. So. Also bitte schön, Sie haben die Mehrheit. Sie können hier die Debatten nach Belieben verhindern. Ich kann Sie nur davor warnen, dieses Instrument aus der Geschäftsordnung erneut, das mir bisher gar nicht bekannt war, weil es ja 20 Jahre nicht angewandt wurde bis im Mai, dann auch tatsächlich anzuwenden. Nächster Punkt.
Den Beitrag des Fraktionsvorsitzenden der CDU fand ich jetzt in mehrerlei Hinsicht bemerkenswert. So. Also, mir ist aufgefallen, dass Sie, Herr Boddenberg, die konkreten Probleme und Interessen der Betroffenen in dieser Debatte überhaupt nicht interessieren. Überhaupt nicht interessieren. Ja? Dann fragen Sie doch einmal die Betroffenen, ja, wie die mit ihrer Argumentation, was die SPD alles für Forderungen hier stellt, umgehen, wenn es konkret – und dazu haben Sie im Prinzip kein Wort verloren ja, – wenn es konkret in dieser Debatte darum geht, schaffen wir die Straßenausbaubeiträge ab oder nicht. Da sagen Sie, Herr Bauer hat es ja auch, 3,9 Milliarden. Ich meine, wir kennen das. Als LINKE wird uns das auch immer wieder vorgehalten. Genauso bemerkenswert fand ich die Aussage des Innenministers. So, Herr Beuth, Sie brauchen sich wirklich keine Gedanken sozusagen um die Programmatik der LINKEN zu machen. Also wirklich nicht. So, ich will es Ihnen einmal erklären. Es geht uns nicht um die Entlastung der Besitzenden. Ich glaube, das war Ihre Wortwahl gewesen, ja, über die Straßenausbaubeiträge. Weil wenn Sie einmal vor Ort mit Betroffenen reden, und ich greife jetzt nur eine einzige Person raus aus einer Kommune, mit der ich selbst geredet habe, eine Frau, die gemeinsam mit ihrem Mann über 50 Jahre sozusagen ihr Haus abbezahlt hat. Der Mann ist jetzt verstorben, sie ist 85 Jahre alt, sie wird sozusagen, sie kriegt einen Bescheid über Straßenausbaubeiträge in der Größenordnung von 22.900 €, 85 Jahre alt, und möchte ihren Kindern sozusagen schuldenfrei ihr Haus übergeben. Was sagen Sie denn dieser Frau, Herr Beuth, ja, wie sie das zustande bringt? Das ist die soziale Frage, die wir darin sehen. So, und ja, das ist die soziale Frage, die wir darin sehen. Und es sind keine Großkapitalisten diejenigen, die ein Einfamilienhaus haben und dafür Straßenausbaubeiträge bezahlen müssen. So, ich kann Ihnen dazu nur sagen, unser Verständnis dafür ist tatsächlich, die Reichen und die Superreichen über eine Vermögenssteuer einzubeziehen. Dann könnten wir das alles locker bezahlen. Locker bezahlen. Ja? Das wissen Sie, Herr Boddenberg, und da empfehle ich Ihnen an dieser Stelle nur einmal die Haushalt. Ich empfehle Ihnen nur einmal die Lektüre unserer jährlichen Haushaltsbroschüre. Meine Damen und Herren, das Wort hat der Kollege Schaus. Ich bitte Sie, etwas aufmerksam zu sein. Ich empfehle Ihnen die Lektüre unserer jährlich herausgegebenen Haushaltsbroschüre, wo wir alle unsere Forderungen, die wir in Haushaltsanträgen stellen, beziffern und vergleichen, damit sozusagen abgleichen, was dem Land Hessen jährlich entgeht, in der Größenordnung zwischen 1,5 und 2 Milliarden €, weil es keine Vermögenssteuer mehr gibt, mit einem Freibetrag von 1 Million €. Da wären also alle Hausbesitzer nach unseren Vorstellungen überhaupt nicht betroffen von einer Vermögenssteuer, sondern nur die darüber Vermögen haben. Das ist Steuergerechtigkeit, so wie wir das verstehen, Herr Beuth und Herr Boddenberg. Das ist unsere Vorstellung von sozialer Steuerpolitik, für die ein Staat und wir alle auch Verantwortung haben. Deswegen sagen wir noch einmal, schaffen Sie endlich diese ungerechten Straßenausbaubeiträge ab. Vielen Dank, Kollege Schaus. Es gibt keine weiteren Wortmeldungen mehr. Wir sind am Ende der Debatte. Es ist beantragt nach § 14.1 unserer Geschäftsordnung, dass direkt abgestimmt wird über den Gesetzentwurf nach der ersten Lesung. Und es ist beantragt, dass wir das in namentlicher Abstimmung machen. So, dann machen wir es auch. Ich würde bitten, dass die parlamentarischen Geschäftsführer sich einmal Gedanken machen, wie es dann weitergeht. Ruft er nachher einmal zu. Ich bitte, mir das dann einmal zuzurufen, ob wir den nächsten Punkt dann aufrufen oder erst in die Mittagspause gehen oder was wir machen. So, jetzt gehen wir in die namentliche Abstimmung über erste Lesung des Gesetzentwurfs der Fraktion der SPD für ein Gesetz zur vollständigen Abschaffung von Straßenausbaubeiträgen. Jetzt rufen wir auf. Fängst du an? Ja. Ulrike Alex. Ja. Dr. Walter Arnold. Nein. Lena Arnold. Sabine Bächle-Scholz. Jürgen Banzer. Dr. Ralf Norbert Bartelt, Elke Barth,
Alexander Bauer, nein. Holger Bellino, nein. Peter Beuth, nein. Markus Bocklet, Michael Boddenberg, nein. Volker Bouffier, Ulrich Kasper, nein. Wolfgang Decker, ja. Christoph Degen, ja. Corrado Di Benedetto, Klaus Dietz, nein. Angela Dorn, nein. Tobias Eckert, ja. Sigrid Erfurt, nein. Nancy Faeser, ja. Gabriele Faulhaber, ja. Martina Feldmeier, nein. Hildegard Förster-Heldmann, nein. Uwe Frankenberger, Dieter Franz, ja. Jürgen Frömmrich, nein. Kerstin Geis, ja. Lisa Gnadl, entschuldigt, Eva Goldbach, nein. Wolfgang Greilich, nein. Stefan Grüger, ja. Gernot Grumbach, ja. Stefan Grüttner, nein. Heike Habermann, ja. Dr. Jörg-Uwe Hahn, Ursula Hammann, Karin Hartmann, Christian Heinz, Birgit Heitland, Heike Hofmann, Andreas Hofmeister, Brigitte Hofmeier, Rüdiger Holschuh und Hartmut Honka. Norbert Kartmann, Heiko Kasseckert, Frank-Peter Kaufmann, Kaya Kinkel, Irmgard Glaf-Isselmann, Horst Klee, Hugo Klein, Wiebke Knell, Eva Kühne-Hörmann, Gerald Kummer, Dirk Landau, Judith Lannert, Jürgen Lenders, nein. Angelika Löber, ja. Frank Lotz, nein. Heinz Lotz, ja. Daniel May, Gerhard Merz, ja. Markus Meisner, Klaus-Peter Möller, nein. Karin Müller, nein. Regine Müller-Schwalmstadt, Stefan Müller-Heidenroth, Petra Müller-Klepper, Handan Özgüven, Mürvit Öztürk, fehlt, Manfred Penz, Bodo Pfaff-Greifenhagen, Lucia Puttrich, Lothar Quanz, Claudia Ravensburg, Clemens Reif, nein. Michael Reul, nein. Boris Rhein, nein. René Rock, nein. Ernst Ewald Roth, ja. Günther Rudolph, ja. Dr. Thomas Schäfer, nein. Thorsten Schäfer-Gümbel, ja. Jan Schalauske, ja. Schaus Herrmann, Norbert Schmidt, ja. Mariana Schott, ja. Armin Schwarz, nein. Uwe Serke, nein. Michael Siebel, ja. Daniela Sommer, ja. Frank Steinraths, ja. Manuela Strube, ja. Ismail Tippi, nein. Tobias Utter, Joachim Feilmann, nein. Matthias Wagner, nein. Astrid Wallmann, nein. Thorsten Warnecke, nein. Sabine Waschke, ja. Marius Weiß, ja. Kurt Wiegel, nein. Dr. Ulrich Wilken, ja.
Axel Wintermeyer. Janine Wissler. Karin Wolf. Andrea Ypsilanti. Türgut Yüksel. Weil die trifft man doch da, ne? Ja, der Wintermeyer entschuldigt. Wolf hat, ist da. Also die herzliche Bitte ist noch einmal, dass man das etwas laut, das Ja oder Nein, das auch hier ankommt. Ich frage, ob jeder die Möglichkeit hatte, eine Stimme abzugeben. Ja, das wissen wir ja. Das haben wir festgehalten. Bitte? Haben wir auch, dass er entschuldigt ist? Ja. Also, es wird ausgezählt. Meine Damen und Herren, ich gebe Ihnen das Abstimmungsergebnis bekannt. 106 Kolleginnen und Kollegen haben sich beteiligt, haben gestimmt mit Ja 42, mit Nein 64. Damit ist der Gesetzentwurf der Fraktion der SPD für ein Gesetz zur vollständigen Abschaffung von Straßenausbaubeiträgen in erster Lesung abgelehnt.